Unsere digitalen Geräte bieten viele Möglichkeiten zur Ablenkung. Sie bieten aber auch viel Potenzial zur Unterstützung der richtigen Nutzung. Das mag sich möglicherweise paradox anhören, aber es ist ja so, bestimmte Funktionen der digitalen Geräte erleichtern uns, genau dieselben Geräte weniger bzw. bewusster zu nutzen. Es gibt da beispielsweise eine Menge Apps, die bei der Analyse der eigenen Nutzung helfen. Aktuelle Betriebssysteme bringen solche Tools inzwischen auch von Hause aus mit. Dann gibt es Apps, die uns in einem digital achtsamen Umgang unterstützen können und uns beispielsweise an Pausen erinnern oder kleine Entspannungsübungen für uns bereithalten. Darüber hinaus gibt es noch Tools, die uns bei der Fokussierung und beim konzentrierten Arbeiten helfen. Eine besonders effiziente Technik zur Fokussierung ist die Pomodoro-Technik und die funktioniert so. Als erstes entscheiden Sie, woran Sie arbeiten möchten. Dann stellen Sie einen Timer für 25 Minuten. Fangen Sie nun an zu arbeiten und hören Sie nicht auf, bis der Timer klingelt. Ignorieren Sie alle E-Mails, alle Messenger-Nachrichten, alle anderen Benachrichtigungen oder auch Ihre eigenen Impulse, etwas anderes zu tun. Wenn der Timer klingelt, haben Sie einen Pomodoro beendet. Nun machen Sie eine 5-minütige Pause und in dieser Pause können Sie sich dehnen, strecken, einen Tee machen oder auch Ihre E-Mails und Ihre Nachrichten checken. Nach den 5 Minuten beginnt eine neue Fokuszeit und damit ein neuer Pomodoro-Zyklus. Sie machen 4 Pomodoro-Zyklen nacheinander und dann eine längere Pause, die kann je nach Tageszeit zwischen 15 und 25 Minuten lang sein. Und so arbeiten Sie weiter, bis Sie die Aufgabe erledigt haben. Die Idee dafür stammt übrigens aus den 1980er Jahren von Francesco Cirillo. Er ließ sich beim Lernen auf dem College ständig ablenken und kam auf die Idee, sich einen Timer für 10 Minuten einzustellen und in dieser Zeit konsequent zu lernen. Die Idee führte zum Erfolg und nach weiterem Ausprobieren und Optimierungen legte er die Fokuszeit auf 25 Minuten fest mit einer anschließenden Pause von 5 Minuten. Er nannte diese Methode Pomodoro, da er ursprünglich einen Küchentimer in Form einer Tomate benutzt hatte. Im Prinzip kann die Methode immer noch mit einem Küchentimer durchgeführt werden. Der Vorteil ist, dass es wenig Ablenkung innerhalb dieses Werkzeugs gibt. Inzwischen gibt es aber auch zahlreiche digitale Tools und Apps, die uns in der Umsetzung helfen können. Also quasi so etwas wie digitale Küchentimer. Probieren Sie es einfach mal aus. Eine persönliche Anmerkung von mir noch. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche Menschen die Anwendung dieser Methode eher als sowas wie ein Zeichen von Schwäche sehen. Sie meinen, dass gerade digital fortgeschrittene Nutzer und Nutzerinnen so etwas nicht benötigen. Ich kann Ihnen erzählen, dass ich zum Beispiel bei internationalen Workshops von Programmierern und anderen sehr digital affinen Menschen teilgenommen habe, wo diese Methode sehr, sehr prominent eingesetzt wurde. So wurde tatsächlich ein echter Küchentimer auf den Tisch gestellt und es wurde vereinbart, dass der für 50 Minuten konzentriertes gemeinsames Arbeiten vorgibt und danach alle für 10 Minuten hemmungslos auf ihre Smartphones gucken können.